Wir gehen gleich noch in die Opera rein. Da gibt es einen Raum besonders, wo den Leuten halt immer ein bisschen mulmig ist, obwohl es nicht unsere Gruselquest ist. Wir haben ein Gruselabenteuer, wo wir versuchen, das Ganze gruselig zu machen. Aber da gibt es halt einen komischen Windstoß, obwohl wir im zweiten Untergeschoss sind. Und halt einen konkreten Raum, der ist auch, vielleicht liegt es auch an der Architektur, weil der halt irgendwie so eine komische, der sieht so aus, als wäre er quadratisch, aber ist es nicht, weil eine Wand halt irgendwie so komisch zuläuft. Ich vermute, dass das vielleicht auch irgendwie ein bisschen da der Faktor ist, aber ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr da mehr rausfinden, das weiß ich. Dass es hier vielleicht mal eine Kühlkammer gewesen ist. Ja, also es war ja vor einiger Zeit so, dass halt in den tieferen Gewölben halt dann mit Eis gekühlt wurde, der Kühlschrank quasi. Und dass hier dann vielleicht Fleisch aufgehängt wurde oder ich weiß es natürlich nicht. Ja, kann man eine Vermutung anstellen. Ich vermute auch, dass halt diese eine Wand halt bei manchen vielleicht ein gewisses Unbehagen auslöst, aber ich weiß das alles nicht. Ja, also ja, scheint die Leute immer mal. Und es gibt auch, ich glaube, dieser Stein hier, der halt oft feucht ist. Ich vermute aber, dass das halt einfach eine Wärmebrücke ist. Aber das ist dieser eine Stein, der halt einfach viel tropft. So. Aber wie gesagt, das könnte auch was mit der Architektur zu tun haben. Diese Berichte, kommen die nur von den Leuten, die da sind, oder fällt euch auch irgendwas auf? Also unter den Mitarbeitern gibt es halt manchmal so Befindlichkeiten. Ich gehöre wahrscheinlich eher zu den rationaleren unter den Mitarbeitern. Und also ich, wie gesagt, ich glaube, dass wir eher halt Architektur oder Luftströme oder irgendwie sowas haben. Aber wir haben immer mal wieder Schwierigkeiten, dass wir halt nicht genug Platz zum Arbeiten oben haben und dann. Wir haben unten einen Arbeitsraum mit Schreibtisch und setzt euch dann da hin und alle so, nee, da in dem Raum setze ich mich nicht. Also das sind halt Mitarbeiter und durchaus auch, wenn wir unsere Gäste beobachten oder mal hören oder so, wenn die reinkommen, gibt es halt meist so ein bisschen. Kann auch daran liegen, dass der Raum halt dann plötzlich merklich dunkler ist als der Raum nebenan. Also ich weiß es nicht genau. Ja, also Mitarbeiter und Gäste.